Ja, hallo, heute ein neues Tutorial, diesmal aus der Kategorie Software. Und zwar möchte ich eine kleine Software vorstellen, mit der man an seinem Mac Fotokollagen erstellen kann. Also wer gerne mal ein bisschen herumexperimentiert, was Neues ausprobiert, mit seinen Fotos gerne irgendwas ausprobieren möchte, dem sei diese Software ans Herz gelegt. Herunterladen kann man sie auf der Webseite des Anbieters shapecollage.com. Also die Seite, die ich jetzt hier auch gerade aufgerufen habe. Die Software bietet so einiges, wenn man sie zu bedienen weiß, ein bisschen kreativ ist, dann kann man ja tatsächlich so ein paar kleinere Fotokunstwerke auf seinem Mac zaubern. Ich muss allerdings vorab sagen, bei der kostenlosen Software ist es glaube ich so, man muss, wenn man denn seine fertige Collage speichert und Wasserzeichen hinnehmen, das sich automatisch in die Fotokollage einschleicht, vielleicht einfach mal ausprobieren, wenn es einem gefällt und man das mit dem Wasserzeichen vermeiden möchte, kann man immer noch auf die Pro-Version upgraden. Ich glaube, aktuell kostet sie so um die $40. Trotzdem lohnt es sich wirklich, dieses kleine Programm mal auszuprobieren. Es macht Spaß, finde ich, herum zu experimentieren und zu schauen, was man damit an seinem Mac so alles machen kann. Also ich habe mir die Software heruntergeladen, sie geöffnet und sie sieht dann erstmal so aus. Das ist so ein dreigeteilter Bereich. In den linken Bereich zieht man die Fotos herein, aus denen man eine Fotokollage erstellen möchte. Das muss mindestens ein Foto sein, kann aber auch eine ganze komplette Fotogalerie sein. In der Mitte sehe ich dann immer so mein Vorergebnis, wie die Collage dann fertig aussehen würde. Und im rechten Bereich, da finde ich alle möglichen Einstellungsbereiche. Ja, jetzt ist bei mir hier noch überhaupt gar nichts zu sehen. Ich muss also in den linken Bereich erstmal Fotos aus meinem Finder hereinziehen, die in die Collage eingefügt werden sollen. Hinweis, falls Sie alle Ihre Bilder nur über die Fotos-App von Mac verwalten, dann gehen Sie einfach in Fotos, wählen die Bilder aus, die in die Fotokollage eingefügt werden sollen und exportieren diese Bilder aus der Fotos-App mit dem Ablagemenü. Ne? Also einfach auf Menü, in der Menüleiste auf Ablage gehen und da finden Sie dann den Eintrag exportieren. Einfach am besten auf den Schreibtisch exportieren, da hat man die Bilder dann sofort und kann sie dann hier ganz einfach einfügen. Ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet. Ich habe jetzt hier, glaube ich, 9 Bilder und die sollen jetzt mal alle in die Fotokollage. Dazu markiere ich sie mit Command und A, mit der Tastenkombination kann ich gleich alle Bilder auf einmal markieren. Macht mir die Sache leicht, ich ziehe das Ganze hier rüber, kann meinen Finder hier wieder schließen, habe jetzt hier 9 Bilder, aus denen ich eine Fotokollage gerne erstellen möchte. In der Mitte ist jetzt hier noch nichts zu sehen, ich klicke einfach unten auf den Button erstellen, warte einen kleinen Moment und dann sehe ich schon mal das erste Ergebnis meiner Fotokollage. Das gefällt mir jetzt natürlich noch nicht so gut. Ich fange jetzt an, das Ganze anzupassen. Schau mal hier im rechten Bereich, was ich alles machen kann. Wir haben hier einmal den Eintrag Form und Größe. Im oberen Bereich kann ich die Form festlegen. Ich kann sagen, ich möchte meine Collage als Rechteck oder als Grid. Dann würde das Ganze so aussehen oder als Herz oder als Kreis. Ich kann aus meiner Collage auch einen Text machen oder noch eine andere benutzerdefinierte Form. Immer wenn ich das Ganze hier anwähle, ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt hier mal ein Herz draus machen, dann gehe ich unten immer auf den Button erstellen, warte einen kleinen Moment und sehe dann mein Ergebnis. Ich habe jetzt hier also eine Herzform draus gemacht. Und ja, wenn ich nicht ganz so viele Bilder habe und das Herz kommt nicht so wirklich deutlich zum Vorschein, dann kann ich hier im unteren Bereich bei der Größe und der Anzahl Fotos, könnte ich einfach die Anzahl erhöhen. Ich mache jetzt hier mal aus 100 200. Das heißt, dass ich meine vorhandenen Bilder einfach dupliziere und die Software einfach mit mehr arbeiten kann. Und dann sieht das Ganze dann schon etwas anders aus. Ich hoffe, man kann das in dem Video gut erkennen. Bleiben wir aber noch mal bei der Form. Ich könnte zum Beispiel auch hier einen Text nehmen. Ich habe jetzt hier einfach mal Hallo reingeschrieben. Gehe hier unten wieder auf den Button erstellen, warte einen Moment und habe dann eben mein Ergebnis aus meiner Fotokollage ist ein Text geworden. Was ich auch machen kann, wenn ich auf den Eintrag mehr gehe, dann komme ich hier auf die benutzerdefinierte Form und kann dann hier im rechten Bereich im Dropdown-Menü noch weitere Formen auswählen.
Ich nehme hier einfach mal die Katze, ja, und sage jetzt einfach mal fertig, gehe dann wieder auf den Button erstellen, warte einen kleinen Moment. Ja, und dann habe ich hier eben meine Fotokollage in Form einer Katze erstellt. Ich kann auch die Abstände der Fotos kann ich verändern, hier alles unter dem Eintrag Größe. Ne? Ich kann die Größe der Collage an sich einstellen, die Fotogröße, dann die Anzahl der Fotos wie eben schon gehabt und ganz unten hier den Fotoabstand, den könnte ich jetzt zum Beispiel vergrößern, muss dann wieder nur auf Erstellen gehen, dann würde das Ganze so aussehen, oder ich möchte den Abstand verringern, gehe wieder auf Erstellen und dann sieht meine Katze so aus. Naja, ich wähle vielleicht irgendwas in der Mitte, probiere das so lange aus, bis ich der Meinung bin, dass mein Ergebnis so halbwegs okay aussieht. Und ja, ich kann die Standardeinstellungen, die meine Software ursprünglich hat, die kann ich einfach hier über den Button Standardeinstellungen wiederherstellen, kann ich das Ganze wieder hinbekommen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich möchte hier oben einfach nochmal den zweiten Tabreiter zeigen, hier nämlich den Eintrag Aussehen, was ich dann da noch einstellen kann. Sie haben schon gesehen, die Hintergrundfarbe meiner Collage ist ja die ganze Zeit rosa. Das kann ich natürlich ändern. Ich klicke einfach hier dann auf Farbe und kann dann hier aus dem Color Picker mir hier eine andere Farbe rauswählen. Gehe einfach auf OK, wähle dann wieder Erstellen und habe dann eine andere Hintergrundfarbe. Wenn ich gar keine Farbe haben möchte, stelle ich das Ganze auf Transparent, gehe wieder auf Erstellen und dann habe ich also wirklich gar keinen Hintergrund. Ich könnte auch hier über den dritten Eintrag ein Foto auswählen, dann würde der Finder aufgehen. Ich müsste darüber dann ein Bild auswählen und könnte dann ein Foto als Hintergrundbild hier einfügen. Das mache ich jetzt gerade mal nicht, weil das Video sonst ein bisschen zu lang wird. Also man merkt, man kann da schon wirklich sehr viel verschiedene Dinge einstellen. Hier im linken Bereich, die Bilder, die ich hier reingezogen habe, die müssen natürlich nicht so bleiben. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier unterhalb der Bilder, könnte ich sagen, ich möchte noch ein zusätzliches Bild einfügen. Da gehe ich einfach auf das Pluszeichen, wähle dann meine Bilder aus und ja, ziehe dann einfach noch ein zusätzliches Bild mit rein. Das würde sich dann hier zusätzlich mit einfügen. Oder wenn ich sage, Mensch, da ist, jetzt hat sich ein Bild eingeschlichen, das will ich gar nicht drin haben in der Fotokollage, dann markiere ich das einfach und gehe hier unten auf das Minuszeichen. Wenn ich komplett neue Bilder haben möchte, dann wähle ich einfach den Eintrag Liste löschen. Dann würde der Bereich hier wieder leer werden und ich kann neue Bilder einfügen, so wie ich das am Anfang gezeigt habe. Und das Spiel geht sozusagen von vorne los. Ja, was kann ich dann jetzt mit meiner fertigen Katze machen? Vielleicht ändere ich hier einfach nochmal die Anzahl der Fotos. Und ich möchte den Fotoabstand vielleicht nochmal ein bisschen anders haben. Gehe hier nochmal auf Erstellen und sage, oh Mensch, so sieht das aber klasse aus. Und ja, jetzt bin ich fertig mit meiner Collage. Wo kann ich mir die denn jetzt hinspeichern? Also, es gibt die Möglichkeit, die fertigen Fotokollagen zu speichern, entweder als PNG-Datei oder als JPEG-Datei, also wie im Bild. Es ist aber auch möglich, die Collage als Photoshop-Datei zu sichern und dann in Photoshop weiter zu bearbeiten. Also das als Hinweis nochmal zusätzlich, was man dann mit den fertig erstellten Collagen alles machen kann. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Speichern, möchte jetzt einfach mal hier eine JPEG-Datei draus machen, die nenne ich jetzt einfach mal Test. Ups. Und sage, ich möchte sie mir einfach hier mal auf den auf meinen Schreibtisch, auf den Desktop speichern, gehe dann auf den Button Save. Dann werde ich hier noch gefragt nach der Qualität, das lasse ich einfach mal so stehen, gehe auf OK, muss einen kleinen Moment warten und dann sehe ich hier meine Fotokollage hier, die ich hier gespeichert habe, befindet sich jetzt hier auf meinem Schreibtisch, so wie ich das haben wollte. Und dann könnte ich sie jetzt beispielsweise in der Vorschau-App einfach öffnen, habe dann das Bild hier. Ich weiß nicht, ob man es im Video hier erkennen kann. Ganz unten erscheint das, was ich anfangs erwähnt habe. Ich habe hier die kostenlose Version von Shape Collage und da ist es eben so, wenn man die Bilder speichert, dann hat man hier unten immer so ein kleines Wasserzeichen drin. Wie gesagt, wenn man das weghaben möchte, dann
muss man die Pro-Version halt kaufen und das Ganze eben kostenpflichtig upgraden. Ja, ich hoffe, der Software-Tipp war für den einen oder anderen interessant. Ich finde, es ist eine nette Beschäftigung, vielleicht einfach mal ausprobieren an verregneten Wochenenden oder verschneiten Winterabenden, wie auch immer. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Tutorial.